Hallo. Arena für einen Baum. Der Raphael hätte ja schon einiges vorausgesagt, dass das jetzt nicht einfach nur ein Einzelprojekt ist, sondern dass es stark zusammenhängt mit der Ausstellung, die ich noch kuratiert in der Stiftung. Aber dass das Thema Kunst im öffentlichen Raum mich schon lange beschäftigt, das wissen Sie und haben natürlich Basel oder auch international schon öfters unter Beweis gestellt. Ich würde jetzt in erster Linie mal nur über die Geschichte hier reden, über die ich sehr glücklich bin, dass sie überhaupt möglich geworden ist, weil das ist alles nicht so wahnsinnig selbstverständlich. Es steht am Schluss immer selbstverständlich da, aber bis es so weit ist, braucht es doch sehr viel Gutwill von vielen, vielen Menschen, auf die ich jetzt oben in erster Linie wird eingehen. Aber das Projekt hat natürlich hier eine kurze Vorgeschichte oder eine lange. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu erzählen. Die meisten von Ihnen wissen, dass das Projekt in Klagenfurt im Wörthersee-Stadion unter dem Titel «Frau Forres» stattgefunden hat. Der Ursprung von dieser ganzen Geschichte liegt eigentlich 50 Jahre zurück. Weil vor 50 Jahren, also 1970 genau, oder 71, hat der Max Peintner eine Zeichnung gemacht, eine kleine, nicht viel größer als das hier, eine kleine Bleistiftzeichnung, auf der man hat können sehen, ein Stadion, wo Menschen und die Zuschauer stehen und gebannt aufs Spielfeld schauen und dort sehen sie einen Mischwald. Ich habe die Zeichnung gesehen vor 30 Jahren, also 20 Jahre nach dem Entstehen. Und bin beim Max Peintner im Studio und habe ihm gesagt, es hat mich so umgehauen, weil auch der Titel von dieser Zeitung habe ich sehr, sehr schön gefunden, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. Ich damals zu ihm gesagt habe, ich finde das schon eine unglaubliche Bildidee, dass dieser Zeit, in dieser Sitzung schon jemand auf die Idee kommt, dass es vielleicht eines Tages so weit kann kommen, dass wir die Natur nur in quasi zugewiesenen Ort können anschauen. Also zum Beispiel eben in einem Fußballstadion. Ich habe damals gesagt, ich möchte das unbedingt realisieren und er hat dann mir ziemlich ungläubig angeschaut und hat mir so gnädig auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, wenn es meinen junger Mann, also wie gesagt, ich war vor 30 Jahren gesehen, hat mich eigentlich dort nicht schon über die Tür gesetzt gehabt. Ich habe dann 30 Jahre lang eigentlich, oder 26 Jahre lang ein Stadion gesucht, was sehr schwierig ist. Können Sie sich vorstellen, wenn also eine Fußballmannschaft einigermaßen vernünftig Fußball spielen, dann können Sie sich auch nicht dazwischen. Da ist so viel Geld involviert, das kann nicht in einem Kakao stattfinden. Es hat dann stattgefunden und es ist dann wirklich auch ein Bild entstanden, wo um die Welt gegangen ist, von dem ich in der Südsee bin. Und ich habe das dort können umsetzen in Kooperation, ganz wichtige Kooperation mit Enzo Enea, weil der Enzo Enea ist ein Landschaftsplaner, Architekt, der international unterwegs ist, ich glaube in allen Klimazonen aus ungefähr. Und mit ihm habe ich die Garantie gehabt, dass das wirklich zu machen ist. Ganzer Wald einfach so in ein Stadion setzen ist nicht einfach kaffeinieren. Das hat mir so ein Mischwald sein und das hat sehr gut stattgefunden. Wo Raphael und ich uns darüber unterhalten haben, was wir machen wollen, dort ist dann eben entstanden, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Folgeprojekt ist, aber es kommt halt aus der Geschichte raus, dass man gesagt hat, ich würde gerne eine Arena haben, in Basel für einen Baum. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Klagenfurt und hier? In Klagenfurt war eben die Bildidee, dass es so weit kann gehen, dass wir an einem bestimmten Ort gehen, um überhaupt die Natur noch von einem Ort zu nehmen. Hier ist eigentlich für mich im Vordergrund das Thema die Inschutznahme vom Baum. Also die Idee auch von der ganzen Architektur oder Kulturbegehbar, wie man das bis jetzt immer nennen will,
ist eigentlich die gewesen, dass das sehen Sie auch in der Pressemappe, da ist ein Grundriss drin. Und auf diesem Grundriss ist eigentlich dem Gedanken nachgegangen, dass wenn man einen Baum fällt, dass dann vorkommen die Jahresringe. Sie sehen, dass der Bau vielleicht von außen rund wirkt, aber er ist nicht rund. Also er bewegt die Linien, sind eigentlich von diesen Bänken oder kleinen Sitzflächen, entsprechen eigentlich oder so ein bisschen reduzierter den Jahresring, den ein Baum hat. Und der Baum ist ja wirklich ein Sitzspeicher.